Der Bandit sprintet auf uns zu. Das ist nicht gut. Aber wenigstens haben wir schon mal Deckung. Und jetzt aus der Deckung sprinten wir 3 bis 5 Felder von ihm weg. Unser momentaner Abstand zu ihm ist 5 Felder. Und sobald wir weit genug weg sind, haben wir die Option zu fliehen. Was ja auch doch recht wichtig ist. Also, sprint away. Confirm. So, wir sprinten weg. Der Bandit ist hingefallen. Wenn wir jetzt ein bisschen näher dran ständen, könnten wir auf ihn rauftreten, während er am Boden liegt und versuchen, die Waffe wegzunehmen und all sowas. Aber wir sind 9 Felder weit weg. Also jetzt umdrehen und zu ihm hinzulaufen, das wäre Selbstmord. Dann steht er in 1-2 Runden wieder auf und er schießt uns einfach. Also sprinten wir weiter weg. So, der Bandit geht in Deckung. Wir sprinten weiter weg, sind bei 14 Feldern Entfernung. Das heißt, eventuell müssten wir jetzt schon fliehen können. Retreat. Genau. Wir haben eine Chance, das Schlachtfeld zu verlassen und die Chance ist höher, je weiter wir von ihm weg sind. Also, confirm. Geschafft. Gut. 4 Bewegungspunkte, er ist da. Wir fliehen einfach in die nächste Stadt und gucken unterwegs, was noch auf dem Boden rumliegt. Nichts. Also, Wasser. Stadt. Wir haben noch einen Punkt. Mit dem einen Punkt scavengen wir. Was haben wir hier? Ein Office Tower, also ein Bürogebäude, etwas größer als das letzte. Und es ist nur verlassen. Es ist nicht zerstört wie das letzte. Es ist dementsprechend sicherer, aber Loot ist ungefähr genauso gut. Gucken wir mal. Ganz, ganz viele Wasserflaschen. Brauchen wir alle gar nicht. Eine kaputte Flasche, noch mehr Einkaufstüten, Steine. Eine Scherbe. Oh, warte mal, ich glaube, ich nehme die Scherbe mal und tue sie in die Hand. Geht nicht? Doch. Ein Schad. Also wenn uns jetzt nochmal jemand angreift, dann drohen wir ihm mit meiner Scherbe. Dich können wir nicht zufällig, nein. Was haben wir hier? Wasser, Corner Cola, Steine. Nö, nichts wirklich Tolles. Schade. Das heißt, confirm. Keine Bewegungspunkte. Ausruhen. Und kein Gegner mal, das ist sehr schön. Und da haben wir anscheinend eine etwas größere Stadt. Also das waren ja so kleine Ruinen von irgendwelchen Dörfern. Das hier sieht schon eher nach Stadt aus. Scavenge. Ein Apartment-Komplex. Loot ist wesentlich besser. Dafür kann man sich nicht so gut verstecken. Das ist okay, das ist ja eh keiner auf der Karte gewesen. Oh. Wir haben uns in eine Bedrohung geritten. Wir sind irgendwo stecken geblieben. Okay, wir schaffen es uns zu befreien, aber es dauert eine ganze Weile. Also unser Zug, den wir jetzt gerade benutzt haben, unser ein Move Point, ist jetzt verschwendet. Und wir finden nichts von Wert. Das ist schade. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr davon erhofft. Also gerade so, dass es mehrere Gebäude sind zum Untersuchen, aber schade. Temperatur ist in Ordnung, wir sind comfortable. Also comfortable. Comfortable. Naja, es geht uns halt gut. Es ist einigermaßen angenehm. Wir haben die Möglichkeit zu schlafen. Aber wir sind nicht wirklich müde, also lassen wir das. Runde beenden. Immer noch keine Gegner. Und wir entfernen uns ganz schön weit von dem Ding. Eigentlich würde ich das ungerne, denn zum einen fällt mir gerade ein, haben wir das Schweizer Taschenmesser drin liegen lassen. Was nicht so schön ist. Und zum anderen war da ja noch ein Raum, den wir abgesperrt haben. Da würde ich ganz gerne später nochmal reingucken, wenn wir irgendeine Form von Waffe haben, um das Monster anzugreifen. Wenn das Monster denn noch da ist. Also machen wir jetzt mal so einen Bogen hier rum und versuchen dann, da wieder hinzukommen. Nur Wasser, ist okay. Runde beenden. Wo sind die ganzen Banditen hin? Das ist sehr komisch. Oh. Du bist so ein Bandit? Die Banditen sahen irgendwie anders aus. Aber nee, nichts riskieren. Wir sind Überlebenskünstler. Wir verstecken uns überall und schleichen uns weg und rennen und so. Oh, Stadt. And turn. Wir könnten von hier aus Kreaturen beobachten. Ha. Also nur weil wir auf der Karte jemanden sehen, heißt das ja nicht, dass der uns auch sieht. Das heißt, theoretisch könnten wir ihn ausspionieren, wo er hingeht, was er dabei hat
Und wenn er zum Beispiel was Interessantes dabei hat und keine gute Bewaffnung, dann könnten wir ihn überfallen. Wir müssen uns ja nicht in eine Rolle drängen lassen, dass wir immer weglaufen und uns verstecken. Wir können ja auch genauso andere jagen. Aber erstmal nicht. Liegt hier was auf dem Boden? Nee, nur Wasser. Okay. Ein neues Dorf. Scavenge. Was haben wir da? Ein Bürogebäude. Schlechter Loot. Ist okay. Oh, da sah ich was. Ein richtiger Rucksack. Das ist schick. Tun wir mal alles, was in der Tüte ist, hier hin. Hier hin. Hier hin. Und zieh den richtigen Rucksack an, der gleich wesentlich mehr Platz hat. So, du bist eine zusammengeknüllte Tüte, kommst da rein. Oh, und ein Stock. Stock ist, glaube ich, besser als eine Scherbe. Hat auf jeden Fall eine größere Reichweite. Und Reichweite ist im Kampf doch recht wichtig. Alkohol kommt mit, falls wir mal eine Wunde desinfizieren müssen. Pebbles kommen mit, falls wir damit mal ein Feuer anzünden können. Noch mehr Alkohol. Cola. Komische Korn-Cola, also Mais-Cola, das stelle ich mir komisch vor. Ein Meat Cleaver. Also ein Schlachterbeil. Ich glaube, damit können wir echt jemanden drohen, der unbewaffnet ist. Rex kommt auch mit. Ja, gut. Du auch noch. So, ich hoffe, wir sind nicht überladen. Unburdened. Ja, wir sind nicht belastet durch den Rucksack mit dem bisschen Kleinkram da drin. Das ist gut. Den Chart brauchen wir nicht. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal weiter Richtung nächster Stadt. Oh, oh, Bandit. Keine Bewegungspunkte. Ja, mal gucken. Intern, kommst du zu uns? Yep. Oh, oh. Zwei kommen zu uns. Das ist nicht gut. Okay, der eine ist waffenlos. Beide sind waffenlos und es sind zwei. Der da ist 7 von uns entfernt und der da ist 5 von uns entfernt. Und wir haben Schlacht dabei. Frage ist, ob wir damit umgehen können. Aber es kann eigentlich nicht so schwer sein, mit einem Schlachterbeil jemanden anzugreifen, der mit bloßen Händen auf einen zugeht. Weil der hat ja auch Schiss davor, der ist vorsichtig. Okay, ich drohe mal demjenigen, der bei uns am nächsten dran steht. Also ich... Ich drohe. Confirm. Beide sprinten auf uns zu. Ich glaube, das mit dem Drohnen klappt nicht so ganz. Auch wenn ich die nicht wirklich nachvollziehen kann. Die müssen tierisch Hunger haben, wenn die auf mich zusprinten, während ich mit dem Schlachterbeil vor mir hinwedel. Aber na gut. Die sind zwei Felder von uns entfernt. Wir drohen nochmal. Ich will nicht, dass mich jetzt noch angreifen können. Was macht denn genau Charge? 2 bis 3 Felder. Ja, dann sind sie gleich bei uns dran. Na gut, ich versuche erstmal auszuweichen. Weil nur der eine ist gleich bei uns dran. Das heißt, er sprintet auf uns zu, versucht anzugreifen, wir versuchen auszuweichen und wenn wir ausweichen, dürften wir eine gute Chance haben, ihn anzugreifen. Ohne, dass er sich wehren kann. Weil er noch völlig ausgepowert ist vom Ranlauf und so. Also, confirm. Also, beide sprinten auf uns zu. Er ist genau vor uns, der da ist noch ein Feld weit weg. Wir können versuchen, ihn umzuschubsen. Da wir aber alleine sind und die zu zweit, macht Umschubsen absolut keinen Sinn, denn dann liegen wir auf dem Boden mit einem der Banditen. Und der andere Bandit kann auf uns einschlagen, während wir auf dem Boden rumrollen mit dem da. Also machen wir das nicht. Wir können ganz normal angreifen oder wir können mehrfach hintereinander angreifen. Dann verlieren wir aber diese Runde und die nächste. Dafür können wir eventuell häufiger angreifen. Denke ich aber auch nicht, dass es so sinnvoll ist, wenn wir zwei Gegner haben. Bei zwei Gegnern muss man auch gucken, die versuchen ja einen auch zu umrunden. Also jetzt in Real Life wäre das so. Das heißt, man muss beide im Auge behalten. Und wenn man sich dann auf einen nur konzentriert, tunnelblickartig, dann haut der andere in die Seite und das war's. Also ganz normaler Angriff auf den hier. Melee Attack. Bandit blutet. Sehr gut. Der Bandit versucht uns anzugreifen, schafft es aber nicht. Der andere Bandit haut uns gegen das linke Bein mit einem Schlag, gegen den oberen Bauch mit einem Schlag und den linken Arm mit einem Schlag. Wo ist unsere Schadensanzeige? Da. Wir haben Schmerzen, aber es ist noch erträglich. Der eine Bandit blutet. Und erholt sich. Der erholt sich.
Wahrscheinlich noch vom Sprinten. Und letzte Runde haben beide diese Melee-Search gemacht. Also sie haben mehrfach angegriffen, wie man hier sehen konnte. Die haben ja dreimal zugeschlagen, der eine jedenfalls. Das heißt, wir sollten jetzt nachsetzen. Das heißt, wir greifen denjenigen an, der nicht blutet. Der hier ist ja schon schwerer beschäftigt. Also wenn ich am Bluten bin, dann werde ich bestimmt nicht so gut kämpfen wie jemand, der nicht so gut blutet. Deswegen hauen wir jetzt denjenigen an, der stärker ist. Und zwar... Confirm. Ah, okay. Nimm. Blutest du immer noch? Ja. Also dich greifen wir an mit einem normalen Angriff. Confirm. Beide bluten. Sehr gut. Und wir... Ne. Beide verfehlen. Und beide haben mit einem Flurry angegriffen. Also verlieren sie auch die nächste Runde. Was sehr gut ist. Das heißt, wir hauen jetzt den einen. Flop. Und wir hauen den anderen, wenn das geht. Ne, wir können immer nur einen angreifen. Okay. Recovering und Bleeding. Recovering und Bleeding und Barfuß. Okay, hauen wir den Barfuß-Typen um. Obwohl, nee. Vielleicht flieht denn der andere mit seinen Schuhen. Wir brauchen die Schuhe. Wir wollen deine Schuhe. Angriff. Player greift den Banditen an und trifft. Wir haben seinen Kopf getroffen. Das klingt nicht gut. Wir können aber leider nicht sehen, wie stark verwundet sie sind. Aber ich denke, das war der zweite hier, wenn man durchscrollt. Also greifen wir ganz normal nochmal an. Confirm. Bandit trifft uns am Bein. Das ist kein Problem. Aha, so, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Also... Der eine ist wohl jetzt zu Boden gegangen. Nee, wir sind zu Boden gegangen. Oh, das ist nicht gut. Wir können versuchen aufzustehen. Wir können uns ergeben. Oder wir können versuchen, denjenigen, der um uns rumsteht, ebenfalls zu Boden zu bringen. Was mit dem anderen? Bei dem anderen könnten wir uns wegrollen. Ich glaube, wegrollen ist die bessere Idee. Weil das sind halt, wie gesagt, zwei. Also wir versuchen uns wegzurollen. Confirm. 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 Da ist was nicht gut gelaufen. Ah, wir haben eine gebrochene Rippe. Wir bluten innerlich. Wie hat er das gemacht? Also, die haben uns beide mehrfach geflurried. Okay. Wo ist mein Butcher Knife da? Wir haben keinerlei Optionen. Ist nicht gut. Und wir sind tot. Wir haben überlebt 10,17 Stunden. Was nicht sehr lange ist. Aber wir könnten gleich eine neue Partie anfangen. Aber ja, das soll von meiner Seite erstmal reichen. Es ist ein interessantes Spiel. Ich habe es noch nie wirklich weit geschafft. Aber es ist eine Herausforderung. Man muss halt sehr taktisch vorgehen. Was ich aber mag, sind auch die Kämpfe vor allem. Weil es ist nicht einfach so ein Piu-Piu und es ist vorbei, sondern muss wirklich überlegen. Gehe ich jetzt in Deckung? Gehe ich näher ran? Gehe ich weiter weg? Was für Waffen hat der Gegner? Kann ich ihn vielleicht mit meinen Waffen einschüchtern? Und so weiter und so weiter. Also, ist ein nettes Spiel. Könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.